So, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Oras Wi-Fi Battle in Live. Heute gegen den Abonnenten. Ich habe auf Twitter angefragt, falls ihr gegen mich kämpfen wollt, dann bitte nicht auf Skype schreiben, irgendwie. Einfach nur auf Twitter schauen, ich poste da alles. Oder schimmel hier auf dem TS rum, was ich gerade auch mache, wobei ich gerade offline gegangen bin. Aber egal. Jedenfalls, mein Abonnent wollte gegen mich in Oyo spielen. Und da machen wir das auch. Dann zeige ich euch mal kurz mein Team. Momentchen mal. So, natürlich, Oyo ist tryhard. Müsst ihr euch dran gewöhnen. Tentadel, Dragon Knight. Damentitan, Landorus, T. Fuck, das ist im Suspect, aber es ist noch nicht im Uber. Also kann ich es noch benutzen. Jetzt, ich habe es nur gerade nachgedacht. Es ist gerade noch bei uns im Suspect, aber wird wahrscheinlich ins Uber kommen. Dann noch Grifeldes und Rotom Wash. Also auf jeden Fall ein krasses Team. Krass. Und ja, Leute, dann würde ich mal sagen, wir starten. Wisst ihr, was mir in letzter Zeit aufgefallen ist? Ich rolle mein R übrigens. Das ist erst seit letzter. Ich weiß nicht, warum ich das mache, aber das hört sich jetzt immer raus. Raus, raus. Und ja. Jedenfalls, er hat dabei ein Sneebuna, Fiaro, Felinara, Monagoras, Grüße an Takero, das packe ich auf Thumbnail, damit er sich das Video anschaut. Und ich hoffe, ich töte es so richtig qualvoll. Nein, Spaß, hab dich lieb, Bro. Gardevoir habe ich schon aufgeschrieben, warum schreibe ich es nochmal? Despotar, Despotar ist ein so geiles Pokémon, ich möchte auf jeden Fall euch mein Mixed Despotar zeigen. Das ist so gut und räumt richtig gut auf. Mit was leade ich? Er wird auf jeden Fall mit Monagoras, so ist Nibona. Mein Lead wäre eigentlich Gollum, sprich er würde mit Fiaro oder mit Despotar mit Flammenwurf leaden. Ich würde sagen, mit Landorus habe ich eigentlich eine ganz sichere Wahl, beziehungsweise Rotom Wash, weil ich einfach mit dem World Switch rauskommen wollte. Ja, würde ich jetzt mal so sagen. Und ja, Leute, hab ein paar Sachen, ja, zum Ankündigen, also Ankündigen nichts groß, aber wir wollen ein paar Sachen mit euch besprechen. Auf jeden Fall, mein R roll ich jetzt so richtig krass. Und warum ist es hier so fucking dunkel, ey? Momentchen mal. Ich hoffe, die Webcam-Aufnahme ist nicht nur bei mir so dunkel, sondern bei, ich hab keine Ahnung. Ich hoffe, die bleibt nicht so dunkel, sonst wird es ohne Webcam sein, leider. Oder liegt es hier mit seinem Gardevoir? Und ich würde mal sagen, da klatschen wir erstmal eine Donnerwelle drauf, auch wenn er die Synchro oder wie das auch immer das heißt hat. Habe ich ja durch Liebe. Nein, Spaß. Nee. Ich habe ja diese Fähigkeit, dass. Also ich bin ja ein Donner-Pokémon, also kann er da groß was machen, was er will. Und er ist ein Call Mindset, interessant als Megaform, habe ich auch schon lange nicht gesehen. Aber interessant. Call Mindset in der Megaform, interessant. Und ich glaube, es ist echt dunkel, dass die Webcam draußen ist. Egal, jedenfalls, ich rolle mein R. Und ja, ich wollte noch irgendwas erwähnen. Genau, Postfach, Leute. Ich weiß nicht, wie viele das wollt, das hier schauen. Aber auf jeden Fall im Postfach habe ich jetzt mal nachgeschaut. Ich habe das jetzt, glaube ich, schon 2 Wochen offen. Ist noch nichts gekommen. Jemand hat mir zwei, drei Leute haben mir schon geschrieben, dass sie mir was geschickt haben. Ich weiß nicht, ist das zu euch zurückgekommen? Falls ihr es geschickt habt, nicht, dass da irgendwelche Probleme sind, weil ich habe ja nur meinen Namen gesagt, also ich habe ja nur das Postfach und die Nummer gesagt, aber jetzt nichts Großes dazu. Und ich muss jetzt hoffen, dass er auf. Was gehe ich? Ich möchte jetzt unbedingt eine Schallwelle fressen, dass ich gerade rausgegangen bin, war eventuell gar nicht mal so schlau, weil Rotom Wash eine spezielle Wall ist. Ich glaube, ich gehe jetzt hier im Gollum, weil er eine Schallwelle eigentlich am besten tankt. Noch. Auch wenn es eher eine physische Wall ist. Auf jeden Fall, ja. Es war gerade dumm, dass ich rausgegangen bin, aber ich kann ihn jedenfalls eventuell rausgehen, weil. Ja. Dies, das, vielleicht habe ich ja eventuell. Ihr wisst Bescheid. Den Eisenschädel, aber er bleibt drin. Auf jeden Fall. Ja, falls es nicht angekommen ist oder irgendwas, tut mir leid für die Hex, aber so ist leider Pokémon. Ja. Falls es nicht angekommen ist oder ähnliches, dann würde mir helfen, wenn ihr mir das schreibt. Oder so sagt, keine Ahnung. Weil, dann müsste ich euch vielleicht noch meinen echten Namen geben, oder, gut, den weiß ja jeder, dass ich Arthur heiße, aber nicht, dass ich, meinen Nachnamen weiß, den wissen nicht so viele Leute. Hab eigentlich damit kein großes Problem, weil ich jetzt nicht denke, dass die übelsten Stalker hier auftauchen werden, nee. Ich meine es nur allgemein. Vielleicht reicht das ja nicht, weil, oder könnte es endet mir was und alle hassen mich. Kann natürlich auch sein, wir wollen ja jetzt nicht realitätsfern bleiben. Und, wieso hat er mich outspeedet? Hatten wir gerade tatsächlich einen Speed-Teil? Ich wüsste nicht, dass Samenbomben etwas ist. Egal. So, und ich habe auf jeden Fall richtig dumm meinen Gollum geopfert. Hab noch die Rocks rausgekriegt. Nee, ich hätte, ich habe die scheiß Schlammwurm nicht drauf. Fuck. Ich bin richtig am Arsch, weil ich übelst die Missplays mache. Egal. Ja, jedenfalls wäre das nett, wenn ihr mir das schreibt. Ja, ich habe übelst die Missplays gemacht. Ich glaube auch nicht, dass die Erdkräfte jetzt reichen werden und dass mein Lando jetzt eventuell stirbt. Oh, fuck, das war knapp. Ey, ich spiele echt scheiße. Ich spiele echt super scheiße. Super scheiße.
Ich lasse noch Gewinne, Leute. Das muss man mal schauen. Ich schätze mal nicht. Mann, wir können eine Basio machen, so der Ding. Mann, ich spiele richtig scheiße. Ich habe jetzt überhaupt nicht nachgedacht. Ich habe einfach mal Lando reingeschickt, anstatt einfach mal irgendwie was anderes reinzuschicken. Egal, war dumm gespielt. Jedenfalls, ich habe die Sachen, die ich sagen wollte. Ich glaube, ich wollte noch irgendwas sagen. Das fällt mir gerade überhaupt nicht ein. Ja. Schauen wir mal, ob ich das euch später sage. Jedenfalls ist es gerade aber weg, aber es ist ein richtiges Scheiß-Ausgangssituation für mich. Ich habe übelst die Missplays gerade gemacht. Wieso schicke ich Lando rein, um ein bisschen Damage zu machen und dann wieder zu sterben? Das war richtig dumm. War richtig dumm. Egal. So ist Pokémon. Missplays gehören dazu. Er geht ins Nibuna. Ob das so die richtige Wahl ist? Auf jeden Fall ist sein potenzieller Sash kaputt. Das Blöde ist, dass ich meine physische Wall richtig dumm geopfert habe und damit jetzt erstmal entweder eine Eisattacke fresse oder eine Knockoff. Ich schätze das eher, dass der Knockoff kommt, weil ich denke nicht, dass er jetzt direkt darauf geht. Und deswegen würde ich sagen, hier einfach mal auf den Schmarotzer, falls er auch predicted und auf den Schwertanz geht. Nein, er geht auf den Eissplitter. Okay, der wird einfach nicht viel Schaden machen. Wow, ist das Choice Bin? Nein, es ist Life Orb. Wow, das war jetzt nur ein Eissplitter, Leute. Das müsst ihr bedenken, ne? So. Und das macht ganz in Ordnung Schaden. Ich krieg Lefties und ich sollte immer in die Aufnahme gehen. Ich vergesse das immer, weil sonst ist der Sound so scheiße. Oh, ich hoffe, er hat jetzt nicht... Er hat nur den Eissplitter drauf. Jetzt hätte ich mich gegenrüsten sollen. Er hat einfach nicht den Eispunch bzw. Eiszapfenhagel dabei. Egal, dann habe ich jedenfalls mit Buzzy nochmal die Bühne rausgenommen. Das hört man auch nicht alle Tage. Ja, ich spiele gerade echt nicht gut. Ich muss echt besser spielen. Aber sein Snibun hat er jetzt auch nicht gerade allzu souverän hier reingebracht. Schauen wir mal, ob ich das jetzt noch reißen kann. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich das noch irgendwie hinkriege. Schauen wir mal. Und ja. Ansonsten, Leute. Was habe ich noch so zu erwähnen? Grab nichts groß. Okay, er schickt das Butter rein. Sprich, Sandsturm und eine Steinkante. Ist im Anmarsch. Das Blöde ist, das Butter ist ein übergeiles, krasses Ding. Aber ich bin schneller als Desputter. Denke ich. Deswegen könnte ich auch einfach gegenboosten. Ich bin mir echt überhaupt nicht sicher, ob ich schneller als ein Desputter bin. Deswegen einfach auf Good Luck kommen, sei schneller als ein Desputter. Verdammter Scheiß. Und natürlich trifft Steinkarte, die wird auch ausreichen. Ja, verdammt. Okay, ich hab mich verspekuliert. Mann, ich spiele nicht gut. Ich spiele wirklich nicht gut. Das werde ich nicht gewinnen. Wobei er nur noch 4 auf dem Jahr. Der Manitan hat ja nicht eine ganz gute Chance, hier durchzurushen. Habe ich hier... Oh, ich hoffe, ich habe... Nein, habe ich nicht. Ich habe keinen Erdbeben auf meinen Dragonite. Dann kann ich hier auch nicht zum Sweep aufsetzen. Okay, dann gehe ich jetzt hier auf meinen Vanish. Werd mit der Hydro-Pumpe mal schauen, was sich so machen lässt. Vielleicht geht auch in vielen... Aber ich spiele echt nicht gut, Leute. Ich mache gerade richtig unüberlegte Plays und opfer meine Pokémon zu schnell. Das kann so nicht passieren. Ich muss jetzt aufpassen, wie ich das hier mache. Und das macht guten Schaden. Das macht eine Steinkante und die trifft auch wieder. Ich bin ja nicht der... Ich bin jetzt auf Erholung gegangen, habe jetzt Chest Resto Variante und hoffe einfach mal, dass ich die Steinkante verfehlt. Auch wenn ich auf Hext hier hoffen muss. Steinkante ist nicht dafür bekannt, dass sie oft trifft. Also kann man doch ein bisschen hoffen. Aber sie trifft leider ein weiteres Mal. Scheißdreck. Und ich krieg noch Sandsturmschaden. Okay. Na gut, hätte ja klappen können. Jetzt muss ich hoffen, dass die Hydro-Pumpe trifft. Ansonsten bin ich ziemlich am Arsch. Da bin ich ziemlich am Arsch. Und die Hydro-Pumpe trifft zum Glück. Okay. Dann hätte ich das eine Runde vorher gemacht. Dann hätte ich noch meine Marbonbeere. Aber sei es drum. Es steht 3-0. 3-3. Keine Ahnung. Wird schwer. King Fiaro. Dass jetzt aber auch 50% Tarnsteinschaden kriegt. Und Rotom Wash bringt mir hier viel nicht mehr. Deswegen wird Rotom Wash jetzt hier sterben. Und danach wird mein... Dragoran dieses Vier auch rausnehmen. Und der geht auf den Brave Bird. Der sollte jetzt auch noch auf der Range reichen. Weil es ist zwar Rotom Wash und ich resiste das, aber trotzdem wird das jetzt hier reichen. Ja, das ist... Leider ein totes Rotom Wash, aber ich habe sogar noch Chancen, den Kampf zu gewinnen, trotz meiner zahlreichen Missplays hier. Wird Fiaro jetzt... Ach, der Sandsturm legt sich genau jetzt. Schade, da hätte ich jetzt mit meinen wunderbaren Pokémon hier angreifen können. Und ich bin mir eigentlich...
Bin mir sicher, dass ein Turbo-Tempo auf der Range reichen sollte. Außer es ist ein wirklich bikiges Fiaro. Yes. Puh, das war aber knapp. Okay, jetzt schauen wir mal. Er hat auf jeden Fall noch Felinara Monago, also will ich auch Felinara reinholen. Das Praktische ist nur, dass ich eine Attacke von Felinara überlebe. Und danach... So, jetzt wird er eine Feenschicht machen. Jetzt ist eine Schallwelle machen. Oder wird er... Call Mind, wenn er Call Mind hat, würde er Call Mind machen. Auf jeden Fall werde ich jetzt in der Manitan gehen. Eine Schallwelle überlebe ich und dann sollte ein Flammblitz reichen. Dann sollte ein Flammblitz reichen und dann kann ich Mondgewalt, genau. Okay, Spezialangriffsdrop kannst du mir auf jeden Fall reinhauen. Ich glaube, ich bin auch noch gescarft. Sprich, ich habe aber auch keine Attacke, die jetzt ich habe zwar noch den Erdbeben. Ich gehe auf den Flammblitz, mache Monagoras dann vielleicht noch ein bisschen Schaden. Jedenfalls sollte der Flammblitz eigentlich reichen, wenn es jetzt nicht ein physisch-defensives Felinar hat. Ich bin ein fucking Dementor und das sehen wir ja auch. Poweraffe ist mein Lieblings-Pokémon nach Diggerspiel, Leute. Wollte ich jetzt nur so erwähnen. Ich glaube, das habe ich schon öfter erwähnt. Und jetzt kann ich auf jeden Fall auch Monagoras noch Schaden machen. Danach wird der Ice Punch höchstwahrscheinlich reichen. Und ich kann, wenn jetzt die größten Hacks nicht passieren, eigentlich noch gewinnen, weil außer die Steinkante crittet. Aber ich bin noch bei vollem KP, hab den Schwächenschutz und Takiro, hallo Takiro, geiler Name. Ja, ich bin zwar gescarft, aber... okay, ich bin gescarft. Ich wollte jetzt nochmal testen. Ja, ich werde jetzt mal mit dem Flammblitz jetzt ausspielen. Außer er macht jetzt D-Dance. Das wäre wirklich intelligent, wenn er jetzt D-Dance macht. Dann könnte er nämlich noch später mehr Schaden drücken. Crit auch noch. Schau, ob er einen D-Dance macht. Er macht einen D-Dance, sehr gut gespielt. Weil dadurch, dass er jetzt auf D-Dance geht, outspeedet er später meinen Dragoran. Und wow, das hat er gut gemacht. Schauen wir mal, ob er wieder auf D-Dance geht. Auf jeden Fall ist mein, habe ich einen Schwächenschutz und... Kriege ich jetzt einen Burn vielleicht? Naja, Knirsch, okay, jetzt geht er auf. Er ist jetzt aber plus 1 und ein plus 1 Steinkante reicht immer noch nicht. Aber er ist schneller als ich, bin ich mir sicher. Als mein Dragoran. Und dann schauen wir mal, ob eine plus 1 Steinkante reicht, um Dragonite hier rauszunehmen. Schauen wir mal. Ich gehe auch auf den Erdbeben, weil danach der wird reichen. Es ist auf den Turbo-Tempo wollen nicht gehen, weil ich weiß, dass es nicht reicht. Nee, ich muss auf den Eispunch sogar gehen, stimmt. Schauen wir mal. Er hat den Eiszahn drauf. Okay, ich bin mir fast sicher, dass das reichen könnte. Nein! Wow, wir gewinnen noch so knapp. Es war ein vierfach effektiver fucking Eiszahn. Aber es ist einfach ein Multishot mit Dragoran mit maximalen HP-Investment, glaube ich. Oder was in it? Ich kann ja gleich nochmal nachschauen. Und damit gewinnen wir den Kampf. Auch obwohl ich krasse Misplays drin hatte. Ja. Habe ich es trotzdem noch geschafft. Danke, Saphir, für den Kampf. GG an dich. Hat Spaß gemacht. 1:0, knapper Sieg. Ja, meine Misplays waren echt scheiße. Ich habe meine Pokémon viel zu leichtfertig weggeschmissen. Das war auf jeden Fall nicht gut gespielt von mir. Ja, Dragoran und mein gescarftes Flampivian haben sie rausgeholt. Ich glaube, wenn er jetzt nochmal auf einen D-Dance gegangen wäre, statt sofort auf den Knirscher, hätte er, glaube ich, gewonnen. Ich glaube, das war sein Fehler. Aber er wollte auch nicht zu eine große Range kassieren oder dann mit den Flammblitz. Wobei, kann Flammblitz burnen mit Ruhegewalt? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube schon. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht. Keine Ahnung. Schinkenbrot, Mann. Ja, kreative Aussage. Nee, das war's von dem Kampf. Danke, GG. Danke fürs Zuschauen auch an euch, Leute. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob da irgendwas mit dem Post auch schiefgelaufen ist. Wenn ihr was geschickt habt, ich erwarte nichts, Leute. Nee, es interessiert mich bloß. Ansonsten, weiß ich gerade gar nichts. Und das war's von mir. Haut rein und wir sehen uns.